Heute will ich dir die verschiedenen Klassennotizbücher-Apps bzw. OneNote-Apps zeigen. Ich befinde mich hier in deiner Notizenseite im Thema 1 und hier habe ich schon mehrere Möglichkeiten. Erstens könnte ich mit diesem Doppelpfeil meine Ansicht vergrößern und natürlich mit Einfügen, Bilder einfügen, mit Zeichnen, Stifte verwenden. Oder in der Ansicht habe ich die Möglichkeit, die Seitenfarbe zu ändern. Viel mehr Möglichkeiten habe ich in den zwei anderen Apps, die ich dir heute zeigen will. Wichtig ist hier diese Registerkarte in Browser öffnen. Wenn ich hierher klicke, habe ich auch noch eine zweite Möglichkeit in Desktop App öffnen. Ich wähle mal in Browser öffnen und komme hier zu meinem Internetbrowser und es öffnet sich das Notizbuch also im Browser. Eigentlich ist hier nicht viel Unterschied, deshalb halte ich mich bei dieser Ansicht gar nicht auf. Ich gehe wieder zurück in mein Teams und jetzt öffne ich in der Desktop-App. Hier steht schon alles erledigt. Sie können diese Datei jetzt schließen. Wir haben diese Datei in Microsoft OneNote auf Ihrem Computer geöffnet. Das schaut dann so aus. Das ist hier die Ansicht dieser Desktop-App. Hier habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten wie in der Ansicht in Teams. Ich klicke hier mein Eingabefeld hier unten und gebe mein OneNote ein. Hier sieht man schon erstens diese OneNote-App, die mitgelieferte, und zweitens habe ich hier die OneNote for Windows 10 App. Bei den meisten Computern ist sie schon vorinstalliert, bei uns in der Schule auf jeden Fall. Ansonsten gehst du hier auf den Microsoft Store und ladest dir diese App runter. Die hat nämlich eine Fülle von mehreren Möglichkeiten. Das zeige ich dir gleich. Ich habe jetzt diese OneNote for Windows 10 App geöffnet. Ich kann auch von hier aus alle Notizbücher und alle Klassennotizbücher öffnen, ohne dass ich eigentlich Teams öffnen muss. Hier siehst du alle meine Notizbücher, darunter sehr viele Klassennotizbücher. Bin jetzt bei Zolli Allgemein Notizbuch. Ich bin in der Inhaltsbibliothek und ich sehe hier die Abschnitte und ich sehe hier die jeweiligen Seiten zum Abschnitt. Ich bin jetzt beim Thema 1 in der Inhaltsbibliothek. Das ist also das, was die Schüler im Kanal in Teams sehen würden unter Notizen. Und hier sehe ich schon mein Tafelbild. Es ist nämlich alles synchronisiert. Auch wenn ich das unter Notizen geschrieben habe, ist es hier sichtbar in OneNote. Kann da unten Abschnitte oder Seiten hinzufügen. Hier habe ich zwar die gleichen Ansichten wie in meinem Klassennotizbuch in Teams, aber ich habe einige Befehle mehr wie in Teams. Als erstes könnte ich einmal hier die Navigation ausblenden und eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist hier dieser Doppelpfeil. Sobald ich den einblende und man stelle sich vor, in der Klasse kann ich auch diesen Doppelpfeil bedienen, dann habe ich auf meinem großen ActiveBoard genau diese Ansicht und hier oben habe ich ganz viel Stiftwerkzeug zur Auswahl. Ich kann also hier einfach einen Stift auswählen. Bitte immer nicht vergessen, hier hinzuklicken, mit Maus oder Finger eingeben und kann hier, wenn ich in meiner Klasse bin, auf meinem ActiveBoard ganz normal schreiben. Um zur Tastatureingabe zu wechseln, bitte immer wieder hierher klicken und jetzt kann ich hier einfach weiterschreiben. Hier habe ich natürlich eine Fülle von Möglichkeiten, die ich sonst nicht habe. Ich gehe hier auf das Vollbild beenden und gehe mal hier auf Ansicht. Hier könnte ich zum Beispiel Hilfslinien einstellen, linierte oder auch karierte in verschiedenen Größen. Und auch das erleichtert mir dann die Tafelanschrift in meiner Klasse. Auch die Seitenfarbe kann ich natürlich einstellen. Und was ich sonst noch alles tun kann, was ich eingeben kann, wie ich Videos einfügen kann, wie ich Bilder einfügen kann, all das zeige ich dir in einem nächsten Video.